Sonic hatte schon viele, viele fragwürdige Spiele. Obwohl ich Sonic wirklich gerne spiele, kann auch ich nicht von der Hand weisen, dass manche Spiele wirklich Müll sind. Die Spiele für den Mega Drive zählen zu dem Besten, was der blaue Igel je hatte. Aber als die 3D-Zeit angebrochen war, gab es auf den stationären Konsolen nur noch Versuche, Sonic in die dritte Dimension zu zwängen. Es gab zwar einige gute Spiele, aber leider auch einige wirklich miese. Auf den Handhelds sah es da bei Weitem besser aus. Auf dem Game Boy Advance gab es die großartige Sonic Advance-Reihe und auf dem DS die Sonic Rush-Spiele. Die waren ein bisschen anders als andere Sonics, aber trotzdem sehr, sehr gute Jump'n'Runs. Und egal, ob die Advance- oder die Rush-Spiele Spaß gemacht haben, sie mir alle. Aus dem Nix kam dann 2010 Sonic the Hedgehog 4 Episode 1. Sonic endlich wieder in 2D und auf einem TV. Das gab es ja davor sehr, sehr lange nicht. Hier kommt aber schon der Knackpunkt, Teil 4 wird bis heute ziemlich schlecht bewertet. Klar hat es seine Probleme, aber ich bin heute hier, um euch zu zeigen, hey, das Spiel ist ja gar nicht so schlimm. Es ist eine Mischung aus Fortsetzung, aber es fühlt sich auch wie eine Art Remake von Teil 1 an. Deswegen ist ja auch nur Sonic und Dr. Robotnik von der Partie, wie es damals eben bei Sonic 1 auch war. Tails kommt weder vor noch ist er spielbar. Ich denke, die Erläuterung der Story kann ich mir sparen, wohl jeder weiß, worum es bei einem Sonic-Spiel geht. Gehen wir direkt ins Spiel. Die erste Zone, Splash Hill Zone, die der Green Hill Zone natürlich sehr ähnelt. Ist irgendwo verständlich, dass sie eine Zone, die eine sehr große Bekanntheit hat, zum Einstieg in den vierten Ableger verwenden. Sonic läuft, springt, macht seinen Spin Dash und seine Homing Attack. So weit, so gut, aber egal wie man Speed aufbaut, es fühlt sich nie wirklich schnell an. Sonic braucht ein wenig, bis er in Fahrt kommt und selbst ein aufgeladener Spin Dash ist nur von sehr kurzer Dauer. Die Rollphysik ist nicht annähernd so gut wie in den Klassikern. Deswegen gibt es alle 5 Meter so einen Speed Booster. Dadurch wirkt vor allem der erste Akt fast schon, als würde er sich selber spielen. Die Homing Attack gab es auf dem Mega Drive noch nicht, da sie erst mit dem modernen Sonic entstanden ist. Damit springt man zumindest nicht wahllos in Gegnern, da man sie rechtzeitig ins Visier nehmen kann. Unverwundbarkeit und Schutzschilde sind wie gewohnt in diesen Röhren-TVs. Das Unverwundbarkeits-Item ist wie in einigen Jump'n'Runs total bekloppt platziert. Oft hat man es und dann ist man in einer langsamen Plattformer-Passage ohne Gegner. Well done! Je Zone gibt es 3 Akte und einen Bosskampf. Ich hatte in den Zonen deutlich mehr Spaß, als ich vermutlich sollte, da doch für Abwechslung gesorgt worden ist. Mal ein paar Beispiele. Rumschwingen mit Lianen, mit einer Fackel durch eine alte Ruine und mit der Fackel löst man Plattformen aus, die dann zeitlich begrenzt erscheinen. Auch müsst ihr mit der Fackel Explosionen verursachen. Lornfahrten gibt es auch, die sind aber bei weitem nicht so schwer und spektakulär wie in so manchen anderen Jump'n'Run mit Affen. Eigentlich muss man nur zur richtigen Zeit hüpfen und dann hat sich die Lornfahrt schon erledigt. Die Casino-Welt ist ein halber Pinball-Automat und schleudert Sonic ziemlich viel rum. Gibt da auch sehr viele Karten, die bei Kontakt umgedreht werden und da könnt ihr ordentlich Leben farmen. In der Mad Gear Zone, eine sehr industrielle Zone, gibt es teils knifflige Stellen, Zahnräder, die euch, wenn ihr nicht schnell genug weiterspringt, zerdrücken. Klassische Elemente, die im Rhythmus auf dem Boden stampfen, gibt es auch. Nutzt ihr nicht das kurze Zeitfenster, wird auch hier Sonic zum Fladen. Also Abwechslung hat es deutlich mehr als der Erstling für das Mega Drive. Ich kann euch auch beruhigen, auch in diesem Spiel gibt es ein Unterwasserlevel. Das macht in jedem Sonic-Spiel immer am meisten Spaß. Mhm. Die Kämpfe gegen Dr. Robotnik ähneln wie so manches sehr stark dem Original. Die Homing Attack erleichtert die Kämpfe um einiges, da Sonic durch Knopfdruck gleich direkt drauf losgeht und man nicht selbst hinlenken muss. Also hier ist man fast schon ein wenig unterfordert, außer der Endkampf. Den zeige ich jetzt an dieser Stelle nicht, der ist auf jeden Fall ein bisschen fordernder, aber er erinnert trotzdem sehr stark an früher. Die Chaos Emeralds gehören in jedes Sonic-Spiel. Hier bekommt ihr sie durch ein Bonusspiel. In diesem Bonusspiel spielt es sich ab wie in einer Pinballmaschine. Sonic kullert rum und bounce durch die Gegend. Ihr nehmt Einfluss darauf, indem ihr den Parcours drehen könnt. Ihr müsst Ringe sammeln, um Durchgänge zu öffnen, müsst Steine zerstören, indem ihr Sonic gegen sie fallen lässt und dürft nicht in ein Exit reinkullern. Das alles noch gepaart mit einem Zeitlimit, ich finde es unfassbar nervig und da kann ich auch auf die Chaos Emeralds getrost verzichten. Noch positiv erwähnen möchte ich die Musik, die gefällt mir wirklich unfassbar gut. Vor allem die Musikstücke für die Splash Hill Zone. Die liebe ich und habe dafür schon mega die nostalgischen Gefühle, obwohl das Spiel ja jetzt auch nicht so alt ist.
Die Grafik ist natürlich sehr stark Geschmackssache und könnte ein Ticken feiner sein. Sonic sieht schon sehr plastisch aus, wobei ich seine Laufanimation ziemlich nett finde. Sonic the Hedgehog 4 Episode 1 ist nicht das beste Sonic und bei weitem nicht das beste Jump'n'Run. Aus meiner Sicht ist es aber nicht so schlimm, wie es leider immer gesagt wird. Es ist kurzweilig, hat nette Elemente und spaßige Musik. Grund genug für mich, es immer mal wieder zu spielen. Ich sitze oft vor dem PC, weiß gerade nicht, was ich spielen soll und dann spiele ich einfach eine Runde Sonic 4. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sonic es jemals re-releasen wird, auf zum Beispiel der Nintendo Switch. Leider, ich würde es direkt nochmal kaufen. Es gab ja dann auch noch ein Sonic the Hedgehog 4 Episode 2, das war optisch um einiges hübscher. Tails war wieder dabei und es fühlte sich mehr nach einem neuen Spiel an, als nur nach einem Remake. Anscheinend kam selbst das nicht so gut an, somit ist Episode 3 im Keim erstickt. Ich finde das wirklich schade, ich hätte gern eine komplette Sonic the Hedgehog 4 mit allen drei Episoden gehabt. Bekommen haben wir nach einigen Jahren dann Sonic Mania, ein tolles Best-of mit sehr viel Liebe zum Detail und schöner Neuinterpretationen von alten Zonen. Trotzdem, ein Teil von mir wird immer Sonic 4 lieben. Also packt es bei Steam in eure Wunschliste und wenn es mal im Sale ist, nehmt es für 2 Euro mit. Es ist wirklich ein nettes Jump'n'Run. Ich schließe dieses Video jetzt einfach ab wie einen Sega-Sonntag und übergebe das letzte Wort an meinen guten Freund.